Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Es ist jetzt schon etwas länger her, seitdem das letzte Video online gegangen ist. Ich hatte ein bisschen privat was zu tun, aber jetzt geht's umso verstärkt weiter. Und die heutige Episode soll sich darum drehen, wie ich mit Rathaus 8 und mit Rathaus 9 mich an stärkere Gegner ranwage, die vom Rathauslevel her 1 über mir sind. Oder vielleicht sogar 2 Level über mir. Das werden wir nachher sehen. Dieser Gegner hier ist Rathaus 9, ich selber bin Rathaus 8 und die Base ist relativ kompakt gebaut und ich habe mich hier dazu entschieden, mit Gohawk ranzugehen, was übrigens eine sehr, sehr gute Strategie ist, auch gegen Rathaus 8er. Und Ziel ist es hier, zuerst mal die Clanburg rauszulocken und dann werfe ich da meinen einen Giftzauber drauf, der noch nicht Level 2 ist. Manchmal klappt es, den Drachen komplett zu besiegen, manchmal auch nicht. Und einen Giftzauber noch, der da in der Clanburg drin ist. Mit einem Schweinchen habe ich hier die Clanburg gelockt und anschließend gehe ich mit 2 Golems hier von unten rein, damit ich die Königin besiege, denn die ist mein primäres Ziel nach der Clanburg. Und anschließend werde ich links oder rechts davon, von meinen Golems, mit meinen Schweinen dazu reinkommen. Und dann habe ich praktisch noch 3 Heilzauber übrig, um meine Schweine hier am Leben zu halten. Ihr seht, in der Mitte ist gerade eine Bombe explodiert und meine Schweine sind glücklicherweise nicht da reingelaufen. Ich habe aber trotzdem einen Heilzauber hier verschwendet. Wobei verschwendet würde ich nicht ganz sagen, denn diese eine letzte Schweinereiter hat gerade so noch die letzte Bombe da drin getriggert und das hat mir vielleicht sogar den Angriff ein bisschen gerettet, da jetzt praktisch keine Riesenbomben mehr übrig sind. Ihr seht, links unten war eine Riesenbombe, die habe ich schon durch meine Golems zerstört, weil ich vom Base Layout her schon gesehen habe, wo denn die Bomben liegen können und genau dementsprechend bin ich da dann auch reingegangen von der Seite, wo eben ich die Bomben vielleicht mit meinen Golems schon ausschalten kann. Und am Ende, wenn wirklich alles dann, die ganzen Verteidigungen gefallen sind, dann ist es relativ leicht hier mit den restlichen Truppen noch aufzuräumen. Mein König hat sogar überlebt und ihr seht, das waren selbst mit Rathaus 8 gegen einen Rathaus 9er sehr, sehr einfache 3 Sterne. Man muss zugeben, der Rathaus 9er war natürlich nicht so weit ausgebaut, aber er war definitiv stärker als ein ausmaximierter Rathaus 8er. Jetzt springen wir weiter in einen Angriff, wo ich sogar einen Rathaus 10er angegriffen habe. Da habe ich mir zuerst ein Konzept gemacht, wo ich von diesem Rathaus 10er außen denn Gebäude mit einzelnen Truppengebäude praktisch wegsnipen kann. Wir schauen hier mal an, rechts unten komme ich mit einem Lakai ganz einfach hin, links ganz außen passt auch ein Lakai hin. Unten snipe ich mit einem Bogenschützen hier den Luftfeger. Beziehungsweise ich habe es versucht. Und von rechts oben komme ich dann mit ein paar Loons rein, denn die müssen nämlich die Bogenschützentürme ausschalten, damit ich da dann praktisch anschließend mit weiteren Lakaien und mit Bogies aufräumen kann. Ich muss hier leider noch mit ein paar Skelettfallen kämpfen, aber das läuft ganz gut. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich hier oben aufräumen mit den Lakaien. Die werden von keiner sonstigen Verteidigung mehr angegriffen. Und auch rechts unten probiere ich jetzt genau dasselbe. Unglücklicherweise kommt genau hier Teslas raus. Aber meine Loons schaffen es trotzdem hier, den Bogieturm, der eigentlich das Hauptziel war, zu zerstören. Und dann habe ich wieder rechts unten den Platz und kann hier mit meinen Lakaien aufräumen. Diese Base hatte relativ viele einzelne Gebäude außen. Und das mache ich mir eben zunutze. Hier fliegen jetzt meine Loons noch auf der linken Seite. Ich probiere genau dasselbe nochmal. Mein Zauber ist hier etwas daneben geworfen, aber er kriegt gerade so nochmal meine Loons. Und ich schaffe es auch, diesen Bogieturm noch auseinanderzunehmen, gerade im letzten Moment. Das war ein bisschen Glück hier, weil meine ersten Loons, die hier auf den Tesla gegangen sind, die sind leider draufgegangen. Und ihr seht jetzt schon bei 32%, also ich habe schon relativ gut eigentlich aufräumen können. Und links oben ist der Luftfeger so platziert, dass er entgegen meinen Loons praktisch pusten würde. Deshalb habe ich mich links oben für einen Golem entschieden und für ein paar Magier. Und meinen letzten Zauber, den ich da drauf werfe, ist mein Heilzauber, damit der Golem praktisch noch am Leben bleibt. Und König und die ganzen Magier, die räumen dann von links oben auf. Und ich mache mir da immer so eine Skizze und hake dann praktisch ab, was für äußere Gebäude ich ganz leicht wegbekomme und rechne die dann zusammen. Im Endeffekt bin ich nur gerade so auf 50% in meiner Skizze gekommen, weil man immer vielleicht ein bisschen unten drunter rechnen sollte, ein bisschen minimalistisch da bleiben.
damit man im Endeffekt dann vielleicht doch noch ein oder zwei Gebäude mehr dann mitnehmen kann. Und dann geht es auch locker raus hier auf 60, 61, 62, 64%, wenn wir hier beschleunigen. Und unten haben wir noch den Lava-Hund, von dem ich natürlich gewusst habe, dass er in der Clanburg ist, weil der erste Angriff gegen diesen Gegner schon daneben gegangen ist. Und den Lava-Hund, den besiege ich nur noch zum Spaß hier und wirf dann noch meinen letzten Giftzauber, den ich nicht gebraucht habe. 64% mit Rathaus 8 gegen einen, ja, sagen wir mal, etwas besser als Rathaus 9, einen Rathaus 10er. Definitiv muss man sich da sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen, bevor man diesen Gegner dann überhaupt erst angreift. Und genau denselben Gegner sehen wir jetzt noch einmal von Hamontor, der ihn angreift. Der ist schon Rathaus 9 und der versucht ihn jetzt mit Go Vivi. Ich bin auf 1 Stern gegangen, er versucht das Ganze jetzt auf 2 Sterne. Und seine Idee ist praktisch von links unten da reinzukommen, die Mauern aufzumachen. Er hat hier Bebenzauber mitgenommen. In der Mitte ist wirklich jetzt ein riesiges Compartment da entstanden. Da ist sehr, sehr viel Platz. Da können sich die Hexen sehr, sehr gut entfalten. Die Golems, insgesamt 3 an der Zahl, laufen sehr, sehr schön hier rein. Die Wutzauber sind vielleicht ein bisschen zu früh platziert. Aber sie fassen jetzt auch die ganzen anderen Truppen relativ gut. Schwierig wird es nur wirklich gegen die Infernos. Und er hätte hier definitiv anstatt zu 2 Rage-Zaubern auch zu einem Frost-Zauber greifen können. Aber das macht hier trotzdem nichts, da er es wirklich geschafft hat, seine Truppen so stark zu konzentrieren, dass die in die Mitte gehen. Der eine Golem ist rechts unten weggegangen und die Magier haben da den Lava-Hund beschäftigt, den ihr jetzt noch seht, der hier gerade wieder reinfliegt. Und die ganzen anderen Truppen sind wirklich wunderbar in die Mitte reingelaufen und haben da das Rathaus sich geschnappt und auch insgesamt dann 55% geholt. Super hat das geklappt und es waren 2 Sterne von Rathaus 9 gegen Rathaus 10. Das war's wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick bringen können, wie es denn so mit einem schwächeren Rathaus gegen ein stärkeres Rathaus läuft. Und als kleine Ankündigung habe ich jetzt noch am Ende dieses Videos, dass es ab sofort oder relativ bald auf meinem Channel auch ein Clash Royale Let's Play geben wird. Ich bin gerade dabei, die Sachen aufzunehmen und das werdet ihr bald hier unter diesem Link, wenn ihr einfach auf das Bildchen dann draufklickt, finden und hoffentlich viel, viel Spaß mit dem Let's Play haben. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mother's Clash Channel.